So Leute, da bin ich wieder. Weiter geht's. Überqueren Sie mit dem Kran, mit Hilfe des Krans die Schlucht. Ne, den Graben, ne? Grube, Graben. Wie auch immer. Okay, das heißt. Was muss ich genau machen? Was muss ich denn hier machen? Nee, das ist hoch und runter. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Es muss mir doch irgendwas gezeigt werden. Was muss ich denn hier... Beziehungsweise... Wo muss ich das denn anbringen? Ist jetzt mal meine Frage. Wo muss ich das denn anbringen, hier? Moment. Okay. Mal gucken, wie weit kommen wir denn nach rechts geschwenkt. Und wir kommen nicht weiter runter. Wo muss ich das denn hinpacken, Mann? Ich habe keine Ahnung. Ach, ich glaube, ich weiß wie. Dom, los auf die Plattform. Sehr, sehr schlau, alles klar. Wir müssen ja hier von da aus irgendwas machen. Genau da haben wir machen. Dom. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verpackt habe. Komm schon. Kontrollpunkt neu laden. Tun wir halt den Kontrollpunkt nochmal neu laden, dass wir dann gleich nach links gehen können. Und dann müsste, oder hoffe ich mal, dass Dom nicht verbuggt ist und er dann direkt da drauf laufen kann. Mit den Kränen kommen wir rüber. Naja, wenn man weiß wie, ist klar, aber das hätte ich auch früher sehen können. Ehrlich gesagt. Oder mal früher auf den Gedanken kommen, sollen, dass das dahin ist, oder dahin gehört. Los, Markus, auf geht's. Ah ja. Dom, los auf die Plattform. So, jetzt warten wir einfach mal. Alles klar, er ist nicht verbuggt. Und wir können ihn rübersetzen. Ja. Gute Frage, wo ist er? Wo kann ich ihn jetzt absetzen? Dass er mir eine Hilfe ist. Ich würde mal sagen, da wo Platz ist, ne? Da würde ich ihn ganz gerne. Ah, da geht's sogar. Okay, Dom, rein in den Kran und bring mich rüber. Okay, also müssen wir rüber. Sollte aber nicht mal kein großartiges Problem sein. Denn wir können die ja absnipen. Ach komm schon, Mann. Das war ein Headshot. Jetzt aber. Es ist nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, aber es wird funktionieren. Okay. So, den werden wir nochmal weghauen, weil der nervt auch. Ist noch einer. So, tschüss. Geht doch. Ich hoffe mal, dass die jetzt Ruhe geben. Und wir in ganz Ruhe, ganzer Ruhe, ganz gelassen dann weitergehen können. Habe ich den eigentlich da in den Kopf abgeschossen? Da unten müssen wir hin. Findest du? Ja, finde ich irgendwie nicht. Okay. Ja, ein paar Grinder jetzt schon hier. Mauler meine ich. Na komm. Auf die Füße. Es wäre ganz geil, wenn ich mal wieder ein bisschen Muni finden würde. Weil ich würde ungern jetzt meine Longshot gegen die Dingens. Ey. Entspann dich da oben. Meine Longshot gegen den Dingens tauschen, beziehungsweise meinen Lancer gegen den Dingens.
Haben wir Burst? Also, wie es aussieht, muss ich das schon machen. Oh. Komm schon. Komm schon, Mann, ey. Geh doch jetzt endlich mal drauf. Dummes Drecksviech. Geht doch. Mit dem letzten Sniper-Schuss. Gib mir Muni. Gib mir Muni. Ich brauch so dringend Muni. Schalalalala. Bisschen. Ach scheiße, das ist so eine. Och nö. Zum Glück war ein Speicherpunkt. Zum Glück habe ich keine Webcam. Sonst würdet ihr immer meine ganze Scheiße Mimik sehen. Ne, Mimik, Gestik. Was ist nochmal Mimik, ne? Ne, Mimik? Oder ist das Gestik? Das ganze Gedöns da. Weiß ich gar nicht. Hört. Munition. Spiel's. Unfair. Zecken! Und diesmal lassen wir die Zecken mal Zecken sein. Wir warten mal auf den Spacko, der uns angesenkt hat. Okay. Jetzt kommt er. Oh oh. So, erster Schuss sitzt. Okay, der nächste Schuss ist auch. Aber zum Glück nicht von mir. Da ist schon hier ein bisschen Muni gespart. Perfekt, ein neuer Lancer. Wieder schön Lancer-Muni. Gib her damit. Munition. Ja, mit. Solange wir Lancer-Muni kriegen, ist das super. Weil ich will nicht auf die Hammer-Burst umsteigen. Ich finde die Waffe nicht so... Also man kann die nehmen, klar. Die hat auch so einen super Schaden. Aber ich finde den Lancer noch deutlich besser. Man sollte ja nie seine Lieblingswaffe tauschen. Mit der Waffe. Man sollte die Waffe nie ändern, mit der man gut spielen kann. Alter. Komm, dreh dich um und fall um. Wo denn? Ach da. Ach, der hatte den fetten Revolver. Fuck it, Mann. Komm schon. Zeit? 7 Minuten. Naja. Also ich werde in der jetzigen Aufnahme Gears of War auf jeden Fall nur abschießen. Komm schon. Da ist Green. So, ja gut, wir müssen den halt wieder besiegen, klar. Gehen mal ein bisschen automatisch, ein bisschen vor. Oh. Zeig dich. Oh, perfekt. So, ich hoffe mal, dass der nächste da mit dem Lancer. Jo, da. Ja, Schnauze da. Also der müsste aber eigentlich jetzt finito sein. Gib mal deinen Lancer her, wenn ich meine Muni wieder hab. Zack. Und dann gleich mal aktives Nachladen, dass wir halt ein bisschen mehr Schuss haben. Okay, diesmal darf ich das nicht verkacken. So, hau ab, hau ab. Da haben wir ihn mit einer Hammerburst Instant Nachladen. Okay, das ist wohl gerade random, wie die auftauchen. Schade. So, das habe ich nämlich auch gerade so immer so gedacht. Muss doch normalerweise gehen, da die. Schade, zu langsam. Ach, scheiße. Komm, lad nach. Ach, komm schon mal. Oh oh. Genau, wir fallen mit. Alter, wie tief geht denn das noch? Ich kann kaum was sehen. Marcus, wie ist dein Status? Ja, damit. Wir sind etwa zur Hälfte die Grube runter. Wir versuchen immer noch herauszufinden, wie man ganz hinunterkommt. Verstanden. Wir sind fast damit fertig, die Bombe in den Hubschrauber zu laden. Sie sollten in wenigen Minuten losfliegen. Wir sind hoffentlich schon da, wenn sie eintreffen. Ich melde mich, wenn wir es in die unteren Tunnel geschafft haben. Delta, Ende. Dom, bist du in Ordnung? Alles klar, Markus. Vorwärts. Okay. So, erstmal hier, die Belt. Den Revolver erstmal wieder ausrüsten.
Halt. Komm schon, Mann. Muss doch mal den scheiß Tank treffen, ey. Ich treff nicht den Tank da hinten. Gibt's doch gar nicht. Gut, dann machen wir halt die harte Tour. So, jetzt aber. Der ist zwar garantiert schon tot, aber ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass er noch irgendwelche mitnimmt. So, Nashell brauchen wir nicht. Die sind auch alle zerflattert. Wir machen immer noch weiter im Absturz nach unten. Komm, sterb. Was gut ist, das sind die Theron-Wachen, die unseren Lenz. Oh, scheiße. Unseren Lenzer haben. Das heißt, uns sollte erstmal nicht so schnell die Muni ausgehen. Hoffe ich zumindest. Komm, sterb jetzt. Warum läuft mir meine Nase, Mann? Das ist kack. Nachladen. Oh, Alter, ist immer noch so bullenwarm. Ich hatte eben gerade schon Fenster auf, aber trotzdem ist das so heiß. Sterb jetzt! Sah so aus, als wenn er gesprungen wäre. Gebäude auf der anderen Seite. Okay. Zu dem da? Das heißt, wir müssen noch weiter runter, oder wie? Oh, nochmal Revolver-Muni. Kann man gleich nochmal nachladen. Ich habe eigentlich damit feste gerechnet, dass man das. Feldarm, schneiden wir diese Kabel durch. Alles klar. Ja, war eigentlich ja schon irgendwie abzusehen, dass das so passiert. Da haben wir unseren Weg. Ja, gut, da haben wir unseren Weg. Naja, Lotus und der Kiste ist scheißegal. Wir sind auf jeden Fall eine Etage tiefer gelandet. Sieh nach. Wir gehen runter. Da hinten ist der Höhleneingang. Und ja, wir waren hier schon mal. Leck. Okay, Kontrollpunkt, deswegen. Oh, hi. Der schon wieder. Komm, sterb da. Der hält da wohl viel aus, ne? Es sind doch. Ich finde, das sind so eine halbe Minibosse, Mann. Vom Aushalten jetzt her. Und komm hoch. Hi und tschüss. Ach, scheiße, wieso hat. Ich hab doch gerade nachgeladen. Warum haben die Schuss denn nicht? Zu hässlich zu nehmen. What? Warum hat der. Hatte ich denn nicht eben genug Schuss? Wir haben einen Flugzeug hier unten. Hm, das ist natürlich nicht gut. Ich bezweifle so ein bisschen, dass wir den da irgendwas machen können. Tun können. Ich bin gerade ein bisschen hilflos, was wir gerade machen. Müssen. Alles klar, muss so. Platsch. Und nochmal abgespielt. Sauber. Läuft. Läuft bei denen auf jeden Fall. Hier stürzt gleich alles ein. Kommen sie aus dem brennenden Bordo? Ja, bin ja fertig. Läuft bei denen auf jeden Fall. Komm schon, komm schon. Jugendwort 2014. War auch mal ein Bord. Platz 1. Ne? Okay, wir fahren mal Aufzug mal andersrum. Tschüss. Alles klar. Hey, wir fahren irgendwie komisch den Aufzug. Okay, wir sind auf jeden Fall Endstation. Unglaublich. Tür auf. Ja. Lumak lebt noch irgendwie. Ah, Moment. Fahrer. Es gibt beim Lumak einen Fahrer? Wo ist er denn? Wir müssen nur finden. Wo ist da der Fahrer? Das ist auf jeden Fall der dicke, fette Kopf.
Theoretisch wäre ja logisch, wenn der Fahrer oben drauf sitzen würde, oder? Gehen wir mal weiter und fertig. Ich habe eigentlich gedacht oder gehofft, dass ich den von hier aus finde. Beziehungsweise treffe. Wo ist denn der Fahrer, Mann? Töten Sie den Brumak-Piloten. Wenn mir gesagt wird, wo, gerne. Oha. Achso, ich muss doch rüber, alles klar. So, klack. Achso, okay. Per Katze, alles klar. Komm, erledigen wir das Viech. Oder wir beschleunigen die Sache, indem wir auf ihn reiten. Reaver, schön und gut, aber ein Brumak? Was die können... können wir auch. Okay. Gut, dann gehen wir halt auf den Brumak durch. Delta hier. Wir haben einen Brumak gekapert und... Ihr habt was? Wir reiten auf einem Brumak. Damit können wir den Bereich schneller säubern. Okay. Roger, Delta. Meldung. Zentrale Ende. Okay. Ich nehme die Kanone über dem Brumas geschützt. Okay. Sie steuern den Brumak genau wie Markus. Meine Ausnahme, aha. Okay. Dann zerschnetzeln wir halt mal ein paar Lukos. Okay, mit X machen wir das.